diesem Video beschäftigen wir uns wieder mit Potenzen, die rationale Exponenten haben. Und wir wollen jetzt den Zusammenhang zwischen Potenz und Wurzel, den wir im letzten Video gemeinsam kennengelernt haben, verallgemeinern. Dazu sehen wir uns dieses Fenster an. Also, für Potenzen, die eine Basis haben, welche größer gleich 0 ist und deren Exponent 2 ganze Zahlen sind, also deren Exponent ein Bruch zweier ganzer Zahlen sind, wobei der Nenner, bei uns ist das jetzt b, größer gleich 0 sein muss. Für diese Potenzen können wir jetzt definieren, dass a hoch m dividiert durch n gleich die n-te Wurzel von a hoch m ist. Und da dieser Zusammenhang ein sehr wichtiger ist, wollen wir den nun gemeinsam anhand ein paar Beispiele üben. Dazu würde ich dich bitten, dass du die Terme, die hier jetzt kommen, versuchst durch diese Formel anders darzustellen. Also, dass du die Definition anwendest und den Term anders darstellst. Drücke am besten jetzt auf Pause. Okay, sehen wir es uns nun noch gemeinsam an. 3 hoch 2 Drittel können wir auch darstellen als die dritte Wurzel von 3 hoch 2. Und 7 hoch 3 halbe können wir darstellen als die Quadratwurzel von 7 hoch 3. Wichtig bei der Quadratwurzel, also wenn wir die zweite Wurzel bestimmen wollen, benötigen wir keinen Zweier. Den sparen wir uns, wie wir in einem der vorhergehenden Videos gesehen haben. Jetzt haben wir eine Wurzel gegeben und wollen die als Potenz anschreiben. Das heißt, wir haben die dritte Wurzel von 8 hoch 2 und die können wir anschreiben als 8 hoch 2 Drittel. Und zum Abschluss haben wir noch die Quadratwurzel von 11 hoch 3. Hier ist wieder der Zweier nicht angeschrieben, da wir bei einer Quadratwurzel das nicht benötigen. Hier können wir uns nämlich viel Schreibarbeit so sparen. Also die Quadratwurzel von 11 hoch 3 ist dasselbe wie 11 hoch 3 halbe. In diesem Video haben wir also die Definition und den Zusammenhang der Potenz und Wurzel verallgemeinert. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video.